Hallo ihr Lieben, meine Freunde und ich sind heute am Königssee bei Schönau. Und da sehen wir jetzt wieder gerade schöne, wunderschöne Boote einfahren und schöne Panoramablicke. Also ich mag es mal ganz anders wie letztes Jahr, das sieht man auch mich und sie. Und es geht auch manchmal um den Kanal, nicht nur um die Bilder, sondern auch alles zusammen halt. Und zeigt einfach mal an den anderen Blickwinkel. Also wie gesagt, sehr schön hier. Kann es eigentlich jedem empfehlen, weil es ist in Deutschland. Es ist halt da schon, dann wird es besser mal, sind halt weiter schon 400 Kilometer weg. Fränkische Schweiz ist nicht ganz so weit weg, also klar, da kann man auch hinfahren, ist auch sehr schön dort. Ich bin halt jetzt nochmal extra in meine Pfande her. Und naja, nächstes Jahr werden wir woanders sein. Vielleicht in Hamburg oder nochmal wieder im Ausland. Mal schauen, was da kommt. So, das Schöne ist halt beim Königssee, dass halt die Bilder für sich sprechen. Diese wunderschönen langen Personenboote. Das eine heißt Bischofswiesen. Das ist aber, glaube ich, das war der, weiß auch eine Ortschaft in der Nähe. Und da drüben sind solche Holzhäuser. Man sieht's. Da sind diese Schiffe auch drin, einige. Wir haben ja einige solche Personenboote. Da haben sie gewartet, geputzt, repariert. Das sind solche Reparaturhäuser, wo die Boote reinfahren können und dann kann man dann alles machen, kann sie hochbocken. Ja, ist ganz praktisch. Und dann haben wir ein schönes Bötchen. Schön dann unser liebes Pärchen da rumfahren. Das Wetter ist heute auch sehr perfekt, also fast schon zu gut. Wieder mal wird zu warm, es hat gerade 26 Grad, aber es fühlt sich wieder mit 30 Grad an. In den nächsten Tagen können es etwas unbeständiger werden, aber ich schaue, dass ich mal was Schönes einfangen kann. Aber Königssee, da brauchst du nicht viel machen, da schwenkst du einfach dein Handy hin, filmst dich selber oder nur, was du halt so vor der Nase siehst hier am See. Und es sind eigentlich immer schöne Bilder, also da denkst du, bist eigentlich auch woanders, nicht nur in Deutschland, dass es dann hier so was Schönes, Idyllisches geben kann. Ne? Sogar das Wasser ist türkis. Wieder zuerst eine Karibik, den ist im ersten Moment. Ich kann es auch mal runterschwenken, da sieht man sogar das Wasser. Das ist jetzt so 40, 50 cm tief am Anfang, wenn man reingeht. Also man könnte reinlaufen, bis weiß Gott, wie tief es ist. Es soll auch so eine Geschichte geben, wo hier angeblich mal irgendwie, ich weiß nicht, wie tief das gewesen sein soll, es soll ein Käfer angeblich hier versenkt worden sein oder irgendwie ab vom Bord gekommen von einem Schiff oder wie auch immer. Das ist aber auch nur so eine Geschichte, ein Gerücht. Richtig schöner alter VW-Käfer eben. Diese Boote sind auf jeden Fall ganz schön lang. Passen sehr viele Personen rein. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber ich schätze jetzt mal so 50, 60 oder mehr. Also 100 kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber gehen schon einige rein. Das sieht auch in der Reihe, die ich jetzt nicht zeigen kann, weil die Leute wollen es ja machen, dass das Film. Also da bin ich auch mal vorsichtig und schaue das immer, dass ich das vermeiden tue. Ach so, sieht sowas aus, das Boot. Sehr schön einfach, es ist niemand drin, es ist gut, wenn man das filmen kann von vorne. Hier haben wir ein sehr schönes Hotel, das heißt Schiffmeister. Das ist ganz schön groß, so alt, traditionell aus Holz. Das könnte ja vieles so original sein, wie es damals so war. Ich kann es jetzt nur so nach oben filmen, weil sonst sind wir zu viele Leute drauf, das wollen ja manche nicht. Hier ist nochmal ein schönes Hotel, Baujahr 1862, Hotel Königssee heißt, ganz einfach. Hier waren die Leute wie verrückt, also ich kann es ganz schnell filmen, dann kann ich mir was sagen. Da gibt es schöne, stilechte alte Hotels, so wie beim Prachtlook-Stil, das passt alles zusammen. Auch Italiener sind dabei. So, jetzt gehen wir zum seitlichen Außenbereich hin. Das ist auch noch mal sehr schön zu filmen. Wunderschönes Panoramabild. Hier haben wir wieder eine alte Hütte. Wie so eine Mini-Bootswerft, wo halt da die Schiffe wieder drüben, wo die Häuser, wo ich gezeigt hatte, repariert werden. Das ist jetzt so einzelnes an der Seite. Alter Schwede, wie schön klar das Wasser ist. Ich kann jetzt mindestens, ich möchte sagen, 2 Meter auf dem Grund gucken oder 3 Meter nachdem, wie genau das tief ist. Da drüben sieht man sogar eine Bobbahn, die wird aber immer noch repariert, weil da kam eine Lawine vor ein paar Jahren runter. Muss wieder errichtet werden. Da gab es keine Möglichkeit, es irgendwie zu schützen.
kam irgendwie einiges runter. Wird wieder hergerichtet. Für Wettkämpfe auch. Einfach traumhaftes Panorama immer hier. So, das sieht man nochmal schön hier mich. Sonja, vorne. Ich bin ein schönes Bärchle in der Popbahn. Hier geht es nochmal weiter. Es gibt nochmal so einen schönen kleinen Steg da vorne, wo ich euch nochmal gerne zeigen möchte. Also das lohnt sich, das wirklich nochmal zu sehen. Ja,